Es ist Freitag, das heißt, es ist Wheel of Time Tag. Ja, Folge 6 kam raus und sie wurde ja mega angeteasert, als wäre sie der absolute Knaller. Und die Frage ist nun, war sie das auch wirklich? Ja, hallo und willkommen zurück zu einer erneuten Wheel of Time Rezension von der Serie auf Amazon Prime. Wow, das klang jetzt sehr förmlich irgendwie. Ja, Folge 6 kam raus und es war wieder sehr, sehr Aes Sedai und Tower-lastig. Aber irgendwie auch gut. Ich bin immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Also, overall muss ich sagen, fand ich die Folge richtig gut. Es gab aber da so ein paar Glitzekleinigkeiten, die mich dann irgendwie doch gestört haben. So, beginnen wir von vorne. Wir haben ja das Cold Opening, was ja mehr oder minder ein Rückblick ist. Und zwar blicken wir in die Vergangenheit unseres aktuellen Amerlin Seed, nämlich Swan Sanjay. Oh, ich habe sie mal richtig ausgesprochen. Ich habe den Namen echt ewig lang falsch ausgesprochen, weil ich meine, der wird ja Siwan geschrieben, also aber Swan gesprochen. Swan. Genau, völlig egal. Auf jeden Fall haben wir einen kleinen Rückblick, wie sie eigentlich in den Tower kam. Also so einen kleinen Rückblick zu ihrer Familiengeschichte und was mit ihr passiert ist. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Das wird im Buch, glaube ich, nur mal ganz kurz erwähnt und ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar nur in New Spring, also dem Prequel-Buch, erwähnt wird. Wer es nicht weiß, Wheel of Time, 14 Bücher, ganz klar. Und es gibt noch ein 15., nämlich New Spring. Und das beschreibt quasi Vorgänge 20 Jahre vor den aktuellen Geschehnissen. Sprich, ist hauptsächlich aus Moiraines Sicht, aber auch sehr viel Swan. Genau. Das erkennt man dann auch später noch mehr. Fand ich sehr ergreifend, das Opening, ehrlich gesagt. Ich fand es eigentlich auch cool, dass man das reingebracht hat. So konnte man sich wirklich mit der Person selbst ein bisschen besser identifizieren. Und das war ja damals ein ganz anderes Mädchen, wie was sie heute als Frau ist. Also die mächtigste Frau der Welt. Und ja, wir haben wie gesagt sehr viel Tower-Politik wieder mal. Denn Loghain wird vor den Amerlin Seed gebracht und die, wo halt natürlich ihn gechantelt haben, müssen sich jetzt verantworten. Ja, das passt auch alles so weit. Ich fand das auch wirklich, das fand ich richtig gut. Das fand ich sehr interessant gemacht, weil man dann eben nochmal ein bisschen tieferen Einblick gerade in die Tower-Politik kriegt, wer da so mit wem kann und wer gegen wen ist und wie das so läuft. Auch vielleicht auch schon ein bisschen die Einblicke in die Sitte, dass es nämlich in den verschiedenen Ashas, also man ist ja aufgefallen, es gibt ja sieben verschiedene Farben, dass es da auch höher gestellte Aes Sedai gibt, die dann das Sagen haben, gerade so die. Was ist das? Nicht Badezimmer, Sauna-Szene mit Moiraine und. Ah, ich habe den Namen vergessen. Ja, völlig egal. Das fand ich eigentlich sehr schön, auch wie das Ganze dargestellt ist, welche Macht nämlich Swan, also der Amerlin Seed, eigentlich hat und auch, muss ich sagen, schauspielerisch von ihr. Sie wirkte wirklich dominant, war sehr gut gemacht. Auch von den anderen. Fand ich richtig cool. Also wirklich die ganze Szene im Tower mit den Verhandlungen am Anfang und Loghain hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann haben wir ausnahmsweise mal einen kleinen Einblick in Matt und Rand bekommen. Also, wie ich schon sagte, ich fand ja so zusammengefasst die Folge echt gut. Es gab aber ein paar Dinge, die mich gestört haben. Punkt Nummer eins. Der kommt jetzt zum Beispiel. Wir haben ja die Szene, Matt ist ja langsam, ihm geht es immer schlechter, man sieht es ja schon. Ich fand es halt nach wie vor schade, dass man zu wenig auf den Dolch eingegangen ist. Weil gerade im Buch zum Beispiel kommen dann immer so Szenen wie er streichelt ihn, er möchte ihn nicht weglegen und um auch zu überleben unterwegs, hätten sie ihn einfach mal verkaufen müssen. Ich meine, das muss man gar nicht so weit in die Tiefe ausfeilen, aber ich weiß gar nicht, wie viel uns eigentlich klar war, dass das von dem Dolch kommt, eben weil auch in Dings Shadaloggoth selber
die Szene nicht wirklich vertieft wurde, wie er den Dolch nimmt und dann halt auch diese Dunkelheit. Ich meine, man sieht sie ganz kurz, aber ich finde, da wurde zu wenig ein bisschen drauf eingegangen. Und was ich dann halt noch härter fand, ist, dass, ja, ich weiß, die wollten es wahrscheinlich in dem Moment schnipp beseitigen, aber jetzt gerade mal so ein Buch- und Serienvergleich fand ich es dann doch ein bisschen merkwürdig, dass Moraine einfach herkommt und entzieht ihnen die Dunkelheit. Man sieht, es strengt sie an, aber im Buch hat es, glaube ich, eine Handvoll Aes Sedai bedarf, um Matt davon zu reinigen. Und ihm ging es richtig schlecht danach. Also er war total fertig erstmal ewig und ja, also ich finde halt was, ich meine, klar kann man so darstellen. Es gab auch noch ein paar andere Punkte, die mich dann irgendwie gestört haben. Weil wenn das halt im Buch als so schwierig, so ein schwieriger Akt dargestellt wird und dann in der Serie machen die und das ist erledigt und es war super easy, also so kam es rüber. Ich meine nicht, dass mich es gestört hat. Wie gesagt, es musste erledigt werden und sie wollten es halt wahrscheinlich möglichst schnell erledigen. Deswegen fand ich es eigentlich okay, aber vielleicht wäre es jetzt zu viel gewesen, einfach da noch ein paar mitzunehmen, die das irgendwie reinigen. Ich weiß nicht. Genau. Ja, das war es auch schon wieder mit Rand und Matt. Also man hat ein paar einzelne Gespräche noch. Moraine besucht die ab und zu. Egwene und Perrin kommen auch endlich an in Tar Welland. Und ja, wie schon gesagt, wir haben, also es war sehr, sehr Tower-lastig wieder und unsere Hauptdarsteller der heutigen Szene, Serie, Episode. Waren ganz klar Swan und Moiraine und so denen ihre Beziehung, beziehungsweise dass die halt zusammen im Tower angefangen haben, gemeinsam studiert haben, dass das quasi auch mit den Dragon Reborn zu finden, denen ihr Baby ist, denen ihr geheimes Projekt, weil sie damals auch die Prophezeiung mitbekommen haben. Das sind so leichte Einfädelungen in New Spring, eben wie schon erwähnt, das Prequel dazu. Finde ich eigentlich ganz gut. Es liefert diverse Hintergrundinformationen, auch wie gesagt, dass Swan und Moraine alte Freunde sind, kommt ja auch in The Eye of the World. Das finde ich auch wirklich super. Ich war aber zunächst verstört, wie dicke Freunde sie sind. Ja, aber nachdem ich das dann nochmal nachgeguckt habe, finde ich es nicht weiter schlimm, weil im Buch wird öfter mal gesagt, dass sie Pillow Friends waren. Also das war die genaue englische Bezeichnung in den Büchern. Und Pillow Friends kann von bis alles bedeuten. Sprich, es kann einfach nur bedeuten, sie hatten eine enge Freundschaft, dann halt oft zusammen in einem Bett geschlafen oder eben sie hatten auch so eine Art homosexuelle Beziehung. Und dass sie das jetzt reingebracht haben, also finde ich jetzt nicht unbedingt super schlecht. Es ist war nur ein bisschen unerwartet jetzt erstmal. Aber ja, wie gesagt, ich habe nochmal die genaue Bezeichnung nachgeschaut. Und im Prinzip kann man es gerne so deuten. Und ich finde es eigentlich auch gar nicht verkehrt, weil sie ja wirklich sehr enge Freunde waren. Man merkt es auch nochmal in New Spring. Aber wir haben die Szene, wie Moiraine dann abends Swan nochmal extra trifft nach ihrem morgigen Trial. Und ist das ein Gateway? Also erstmal habe ich gedacht, vielleicht träumt sie ja dann und die bringt schon irgendwie, kommt noch eine Traumwelt, aber ist das ein Gateway? Also so mal für die Leser, das war ja eigentlich ein Portal, beziehungsweise auch die Nichtleser, die haben es ja gesehen, sie ist da reingetreten. Und ja, und also sorry, aber ich weiß noch nicht, ob ich davon jetzt super begeistert bin, weil. Also ich weiß nicht, inwieweit da noch was kommt. Aber im Prinzip kommt das sehr, 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 sehr viel später in den Serien. Und es spielt auch eine Rolle, warum das sehr, 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 sehr viel später in der Serie kommt. Ja, vielleicht wird aber auch der Fokus da gar nicht so arg drauf gelegt. Also ich muss mich, glaube ich, noch dran gewöhnen, dass es irgendwie die da einige Sachen umgeändert haben. Aber ich. Ja, ich weiß noch nicht, ob es so sinnvoll war. Ich fand es eigentlich auch unnötig. Hätten die sich nicht auf normalem Wege treffen können, wäre das nicht in Ordnung gewesen. Völlig egal. Auf jeden Fall merkt man, dass sie unter einer Decke stecken und dass Swan eigentlich sie nicht bevorzugen möchte. Bla bla bla. Genau. Auf jeden Fall, wie ich schon gesagt,
wir haben eigentlich 70% wieder Aes Sedai. Und das ist auch genau das, was ich zum einen die Handlung selber gut fand. Ich fand es aber schade, dass unsere anderen Hauptcharaktere eigentlich schon seit 2 Folgen sehr zu kurz kommen. Gerade Rand und Matt, die sieht man vielleicht 5 Minuten in der Folge. Und auch Egwene und Perrin und Nynaeve haben wirklich nicht viel Screentime in den letzten 2 Wochen. Und das finde ich ehrlich gesagt super schade, weil ich würde gerne mal wissen, wie es bei denen weitergeht. Ich meine, das Ende lässt ja jetzt hoffen, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Aber so ein bisschen regt es mich gerade auf, dass halt immer noch nicht endlich mehr kam. Was natürlich endlich ein bisschen mehr kam, war nochmal Loyal. Da ist man mehr drauf eingegangen. Auch nochmal auf den Animated Short im Hintergrund ist man dann auf die Orgier eingegangen, die ja eigentlich wirklich die sanften Riesen sind und mit dem Steading, dass die immer in solchen, wie nennt man das dann, so Baumgrove-Gebieten, aber die außerhalb dieser Welt liegen und doch in dieser Welt, ist es ein bisschen verwirrend. Ja, dass die, und dass man da halt nicht channeln kann. Also es wurde da auch ein bisschen erklärt in dem Animated Short, was es damit auf sich hat und dass die Orgier auch The Builder genannt werden, weil sie eben auch große Bauer waren. Zum Beispiel gerade Tervellen wurde von denen gebaut. Und dass Moraine da ein bisschen Rat bei ihm sucht. Bei was wissen wir nicht. Wir erfahren es dann am Ende, mehr oder weniger. Auf jeden Fall, ja, ich hätte mir einfach ein bisschen mehr von den anderen gewünscht. Was ich wiederum richtig klasse fand, ist, dass Egwene und Nynaeve dann Swan vorgestellt wurden. Wahrscheinlich als potenzielle Novizen für den Tower. Und Nynaeve, also Zoe hat das wirklich on point gemacht. Das war so in Character, es war richtig klasse. Diese ganz trockene Antwort, klasse. Also, das fand ich richtig gut. Das war wirklich on point Character. Das, ja, hat Spaß gemacht. Ja, was haben wir noch? Wir sind eigentlich schon fast am Ende. Wie gesagt, es war wirklich sehr viel Tower und Prozess mit Moraine und den Aes Sedai nochmal. Und dann hatten wir auch noch sehr viele Gespräche wieder. Wer ist der Dragon Reborn? Und es könnte einer der 5 sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es okay, wenn sie so ein, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass ich es witzig finde, wenn sie so ein Mysterium draus machen. Was ich wiederum schade finde, ist, dass sie wirklich das so rausspielen, dass es Frau oder Mann sein kann. Das stört mich einfach, weil, ja, also ich will es jetzt nicht wirklich mit dem Buch vergleichen, aber ich weiß nicht, irgendwie stört es mich. Ich muss es losgelöst betrachten, weil im Prinzip könnte man sagen, ja, es kann entweder Frau oder Mann sein. Aber wenn es halt die Wiedergeburt von Lys Tarryn ist, ist es wahrscheinlich, dass es ein Mann ist oder auch nicht. Also es könnte, ja, nee, ich weiß nicht. Das würde aber irgendwie mit der Prophezeiung so wenig Sinn ergeben, weil es ja auch hieß, wird die Welt zwar formen, aber sie auch gleichzeitig zerstören. Und das macht halt auch viel mehr Sinn mit diesen ganzen, dass die männliche Seite, also sei denn diese Magie-Seite eben, ja, korrumpiert ist und dass die dadurch halt wahnsinnig werden. Also ich finde irgendwie, es macht dadurch mehr Sinn. Und vor allem, weil sie ja so sehr den Fokus auch auf Loghain legen mit den männlichen Drachen. In der ersten Folge haben wir ja auch diesen Mann, den sie hinterherrennen. Und dann legen sie schon den Fokus darauf, dass also Männer gefährlich sind und dass die meisten sich ja auch irgendwie, dass es schon sehr viele False Dragon gab, die offensichtlich alle männlich waren. Und daher frage ich mich halt, wieso ziehen die das jetzt so an den Haaren herbei mit den Frauen dann noch gleichzeitig? Ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, nicht, bis jetzt fühlt es sich noch nicht so gut durchdacht an, sondern einfach nur, um Verwirrung zu stiften. Ja, also das mal dazu. Genau. Das Ende. Wir haben Ende. Ich glaube, die Bilder sind veröffentlicht seit dem Trailer mit dem Waygate, dass sie da jetzt reingehen und well, ja, cool. Also es wirkt bombastisch. Man hat ja noch nicht viel gesehen, es ist nicht viel passiert. Sie sind alle reingegangen, bis auf, Achtung, Spoiler, Matt. Ja, ich weiß noch nicht, was das soll. Das hat mich jetzt am Schluss ein bisschen verstört.
Vielleicht muss ich es einfach nochmal gucken. Ich glaube, ich muss es nochmal gucken, um es besser zu verstehen. Also ich weiß nicht, ob sie immer noch auf der Spur sind. Sie müssen jetzt Matt verdächtigen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, also so die erste Hälfte fand ich richtig gut. Ich fand es halt, insgesamt fand ich die Episode schon gut. Wie gesagt, war halt sehr Moraine und Swan-lastig. Ist ja jetzt nicht verkehrt, aber ich hätte halt mir gewünscht, ein bisschen auch von den anderen zu sehen. Ich hätte mir auch mehr noch ein bisschen wieder von Perrin und Egwene gewünscht. Also Perrin hat ja kurze Erwähnung gefunden, auch mit den Wölfen und so weiter, aber ich finde, da wurde noch zu wenig Hintergründe erklärt. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch was kommt, aber wir haben ja auch nur noch zwei Episoden, weil das war in Buch 2 eben auch ziemlich Centerpoint eben, was da mit ihm vorgeht, so ein bisschen, also da schon, also später noch mehr, aber da wurde schon alles in etwa erklärt, wie das abläuft. Und das fehlt mir noch so ein bisschen. Ja, vielleicht wollten die sich das selber noch ein bisschen offen halten. Naja, dann haben wir jetzt wohl noch zwei Episoden vor uns, nämlich einmal wahrscheinlich, wie sie sich durch das Waygate schlagen, also The Ways. Das wurde ja eigentlich zum Glück relativ in zwei Sätzen erklärt. Also ich denke, da besteht jetzt kein Erklärungsbedarf mehr. Es ist einfach nur, man geht in ein Gate rein und läuft zur anderen Seite wieder raus und hat dann halt, weil es außerhalb von Zeit und Raum ist, eine Strecke von vielleicht 1000 Meilen in sehr viel kürzerer Zeit zurückgelegt, als man eigentlich bräuchte. Aber die sind nicht ganz ungefährlich und ich denke, das werden wir in der nächsten Episode erfahren. Ja, ich bin heute sehr chaotisch zugange gegangen. Aber ich bin immer noch unschlüssig. Ja, nee, ich fand's gut. Eigentlich fand ich's gut. Ein paar Sachen haben mich halt so ein bisschen aufgeregt oder war ein großes Fragezeichen und ein großes Warum, aber es war gut. Also ich finde schon, dass sie hatte Potenzial. Ich bin jetzt aber mal sehr gespannt, weil wenn die jetzt erst das Waygate da betreten, haben wir quasi eine Folge, wie ich schon sagte, wahrscheinlich das Waygate. Und wie sie sich da durchschlagen. Und dann haben wir ein ziemliches Gerusche am Ende mit The Eye of the World und Shyenna. Außer Shyenna packen sie noch in die nächste Episode. Das wäre natürlich hilfreich, weil sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen dubiert. Ja, wie gesagt, das war es auch für heute. Es ist ja, wie gesagt, nicht viel passiert. Wir waren ziemlich fokussiert auf eine Storyline. Deswegen kann ich jetzt auch gar nicht länger drum rumreden. Wie fandet ihr es denn so? Fandet ihr das in Ordnung? Gerade, dass halt der Fokus mehr auf Moiraine oder Swan lag? Oder ihr stört euch das auch, dass Rand und Matt ein bisschen zu kurz kommen? Weil ich fand, die hatten bisher am wenigsten. Seit Folge 3 kam von denen irgendwie gar nichts mehr. Da hat man die alle ein paar. Ja, ich habe 5 Minuten mal gesehen in jeder Folge oder so. Und ich finde es irgendwie ein bisschen störend, weil es sind ja alles Hauptcharaktere. Und eigentlich ist ja nicht Moiraine so richtig krass der Centerpoint, aber gut. Ja, und dann halt, wie gesagt, die einige Dinge da mit Gateway und so. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bin echt sehr unschlüssig. Also, aber ich hatte trotzdem Spaß dran. Ich guck mir jetzt mal die komplette erste Staffel an und dann mache ich mir nochmal ein Gesamtbild, wo das alles hinführt und was das alles zu bedeuten hat. Genau, bevor ich jetzt wieder um den heißen Brei rede. Danke fürs Reinschauen. Liked und subscribed und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.